Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video, heute mit einem absoluten Schätzchen, einer Rarität und die letzte Chance auf eine Fabrikantenvilla inmitten von Stendal. Wir haben hier dieses tolle Objekt am Südwall, einer der schönsten Straßen in Stendal, und hier diese Jugendstilvilla, erbaut 1911. Als wirklich letzte Chance auf eine Fabrikantenvilla, oder eigentlich war es in diesem Fall hier eine Bankiersvilla aus dem Jahre 1911, wie gesagt, gelegen am Südwall mit etwa 530 Quadratmeter Grundstück. Das Gesamtobjekt ist komplett unterkellert. Der Keller ist trocken, gucken wir uns nachher gleich an. Und wir haben hier über drei Etagen, also zwei Etagen plus Dachgeschoss, etwa knapp 260 Quadratmeter Wohnfläche. Schönes Grundstück. Man hat hier die Möglichkeit, zwei Auffahrten zu machen. Einmal hier vom Südwall und einmal rechts vom Parkplatz hier vom Edeka. So dass man also hier theoretisch auch drumherum fahren kann ums Haus. Das Objekt eignet sich natürlich hervorragend als Wohnhaus, aber auch als Praxis, Steuerberatungsbüro, Kanzlei oder ähnliches. Ja, ich nehme euch mal mit rein. Ihr seht schon hier diese schönen alten Türen, die auch noch alle weitestgehend vorhanden sind. Hier könnte man auch so ein paar Wände, die nachträglich mal reingemacht worden sind, wieder rausnehmen. Hat hier eine schöne Eingangshalle, oder man nutzt eben den vorhandenen Plan. Es gibt also hier eine Entwurfsplanung für drei Wohneinheiten, jeweils eine auf jeder Etage. Und wir schauen mal hier ins Herzstück. Da haben wir hier auf der linken Seite das Erkerzimmer, wo früher vielleicht mal der Flügel stand und irgendwann eventuell wieder stehen könnte. Ja, hier ein schöner großer Raum, Wohnzimmer, Esszimmer, wie auch immer. Und hier geht es dann weiter in den Flur wieder oder hier durch diese doppelte Schiebetür ins Nachbarzimmer. Auch das ein schönes großes Zimmer. Wir sehen hier diese tolle Schiebetür, die auch noch funktioniert. Die Scheiben wurden irgendwann mal mitgestrichen, die kann man sicherlich wieder in Ordnung bringen, aber vom Mechanismus her funktioniert das alles noch hier. Ja, dann haben wir hier auf der linken Seite, ich habe es euch mal hier so im Bild eingefangen, noch die originale Haustür mit Schnitzereien. Auch die passen zum Rest des Hauses und die sollte auch auf jeden Fall wieder aufgearbeitet werden und verwendet werden. Wirklich ein schönes Stück. Und von diesem Zimmer geht es dann auch wieder in den Flur, wie das früher in diesen Villen so war. Man kann also einmal quasi im Kreis laufen, gerade mit kleinen Kindern. Wenn sie mit dem Roller unterwegs sind oder mit dem Tretauto, ist das sensationell. Ja, hier der ehemalige Nassbereich. Jetzt vielleicht künftig der Platz für ein Gäste-WC oder Hauswirtschaftsraum. Oder ein Badezimmer hier in der Ecke mit einer Dusche. Und hier auf der linken Seite nochmal ein großer Raum mit Zugang zum Keller. Der Keller hat einen beidseitigen Zugang, also einmal vom Treppenhaus und einmal von diesem Zimmer. Sieht man hier also gegenüber auch nochmal, wie das früher so war. Der Keller ist eigentlich, gucken wir uns nachher mal an, ist eigentlich mehr oder weniger ein Sutteron. Das heißt, wir haben hier Fenster ringsrum. Wir haben, wenn die offen sind, wirklich einen hellen, lichtdurchfluteten Keller. Kann man auch mal Arbeitszimmer oder Wohnraum noch im Keller schaffen. Ja, hier gehen wir jetzt mal die schöne alte Treppe hoch, die wirklich noch im guten Zustand ist und so wieder aufgearbeitet werden kann. Und auch hier im Obergeschoss, hier sind jetzt also aktuell keine Jalousien vor, deswegen ist es eben hier deutlich heller als im Untergeschoss momentan. Hier wieder ein Bereich, eventuell für ein Badezimmer oder so. Mit schönen Ausblick hier auf Garten und Südwall. Bisschen ins Grün, andere Seite guckt man hier auch wieder ins Grün. Auf die Kirchen von Stendal, also wirklich eine schön gelegene Fabrikantenvilla. Und natürlich auch eine der letzten Chancen auf so ein Schmuckstück.
ganz toll hier hinten in der Ecke, rechts und links hat man die Dachecken verkleidet mit Schränken, oben mit diesem bunten Glas und im Holz hier alle Teile noch da, sodass er auch einen Tischler wieder aufarbeiten kann. Also das kann man auf jeden Fall restaurieren und das finde ich persönlich mit als Highlight hier von diesem Objekt. Hier auch wieder die Türen mit den bunten Gläsern. War mal so eine bestimmte Zeit. Hier in dem Fall eben um 1911, wo das aktuell war. Ansonsten natürlich auch gibt es auch ein bisschen was zu tun. Wir haben hier zum Beispiel geradezu einen kleinen Wasserschaden. Das Dach ist momentan dicht, wurde schon mal gemacht. Aber kommen wir nachher nochmal zu. Hier erstmal eins der Highlights. Ich war völlig begeistert. Ein fast 7 Quadratmeter großer Balkon mitten auf dem Südwall und man kann ihn rechts und links noch vergrößern. Der wurde also hier ein bisschen verkleinert mit einem Blick hier auf eine der schönsten Straßen von Stendal. Wenn man sich vorstellt, dass man hier abends, wenn es ein bisschen verkehrsberuhigter ist, hier am Schlafzimmer sitzt mit einem Gläschen Wein, ist das einfach mega. Ja. Wer also Lust hat, hier sich dieses Schmuckstück fertig zu machen. Es gibt also eine fertige Entwurfsplanung mit einer Kostenschätzung. Es gibt vernünftige Bestandszeichnungen. Es gibt einen Bestandsplan, auch mit den Schäden, die dokumentiert sind. Also, dass man hier wirklich eine Substanz hat, die man kennt und wo man auch weiß, was einen erwartet. Nicht so oft wie bei anderen Altbauten, wo man dann anfängt und sagt, oh, hier habe ich nur mal das Loch gefilmt, das ist also der Kniestock, sehen wir von der anderen Seite, könnte man also rausnehmen, das Zimmer deutlich vergrößern. Ja. Aber man hat hier eben, wie gesagt, eine Substanz, die man kennt. Und das macht natürlich die ganze Sache schon wieder etwas einfacher. Auch hier wieder Zugang von allen Zimmern zum Flur, so dass man auch wieder hier einmal ringsherum laufen kann. Und hier vom Flur geht es dann hier nochmal in einen zusätzlichen Raum. Das ist der besagte Kniestock, den wir uns eben von der anderen Seite, wo wir das Loch in der Wand war, angeschaut haben. Könnte man also den Raum vergrößern bis an der Dachhaut. Und hier geht es dann nach oben auf den Dachboden. Das Dach, wie gesagt, ist momentan dicht. Es wurde geflickt, aber muss auf jeden Fall gemacht werden. Ist also überhaupt nicht die Frage, dass man hier Handlungsbedarf hat. Wir haben mal die Kosten fürs Dach hier mal schätzen lassen. Und das wäre also mit den ein oder anderen Balken, der hier getauscht werden muss, und der Dacheindeckung etwa 50.000 Euro. Aber es ist hier wirklich am Südfall gelegen und ein Schmuckstück. Und die Stadt hat ein Interesse, hier auch ein Schmuckstück wieder draus zu machen. Und der Eigentümer hat uns also versichert, dass es hier, er hat schon eine Förderanfrage gestellt. Und da gab es zwar auch schon eine mündliche entsprechende Vorzusage, dass man hier also auch etwa 30% Förderung bekommt, ohne die KfW-Mittel zu berücksichtigen. Und demzufolge, wenn wir hier also 50.000 Euro für ein Dach investieren und man 30% davon wiederbekommt, dann hat das Dach im Endeffekt 35.000 Euro gekostet. Mit den Dachsparren, die hier getauscht werden müssen. Man sieht es hier unten, der Kehlbalken ist also da durch den Wasserschaden wirklich weggegammelt. Das müsste man machen. Aber das sind im Endeffekt alles Sachen, die man im Vorfeld kennt, die man kalkulieren kann und wo man also auch keine böse Überraschung dann dementsprechend erlebt. Ja, gehen wir nochmal wieder runter hier ins Obergeschoss. Nochmal hier einfach, weil man sich dann ein bisschen schöner vorstellen kann. Der Raum ist so schön hell, dass man hier nochmal einen Blick in den derzeit schönsten Raum wirft und sich schon mal vorstellen kann, wie das Leben hier in dieser historischen Villa sein könnte. Hier nochmal ein Blick in den Keller, wie versprochen. Die liebe Leonie leuchtet mir. Der Keller ist also trocken. Das Haus wurde ringsherum schon mal freigelegt, sodass auch noch hier keine bösen Überraschungen erwarten. Ja, wenn wir uns hier die Fundamente mal angucken, unten Opfersanierputz überall schon dran. Und die Fenster wurden also alle zugemauert, sodass hier kein Einbruch oder Vandalismus geschehen kann. Wenn man die dann aber wieder öffnet, das, was ich vorhin sagte, eingehend, haben wir hier also einen tollen Keller, den man als Souterrain ausbauen kann, wo man hier durchaus Arbeitszimmer
oder Gästezimmer noch schaffen kann. Ja. Man sieht also hier die großen Fenster zum Südfall hin im Keller und hier nochmal speziell die wunderschöne geschnitzte Treppe. Da geht es dann nach oben, das haben wir vorhin schon umgesehen. Gucken wir uns der Vollständigkeit halber nochmal die restlichen Räume an. Hier also nochmal ein großer Kellerraum, hier ist auch der Wasseranschluss und der Abwasseranschluss. Alles andere befindet sich vorne in der Straße, also Gas wäre kein Problem. Und dann haben wir hier links nochmal einen Raum. Ja, da in der Ecke war mal eine Räucherkammer oder so. Und hier dann dementsprechend hängen sogar noch die alten Gardinen dran. Also das wurde hier schon mal quasi als Sutterung genutzt. Alles trocken, ordentlich. Ja, das soll es erstmal für den ersten Eindruck gewesen sein. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden für einen Besichtigungstermin. Ich bedanke mich erstmal, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und freue mich auf denjenigen, der dieses Schmuckstück zum Leben erweckt.